Die Sprache der Diplomatie, ne, leicht beschädigt in Zeiten der Propaganda. Wenn die Zeichen auf Krieg stehen, dann hört man am besten den Feindsender. Also alles das, was der russische Geheimdienst so offenbart. Frei von der imperialistischen Lippe weg, schwafeln da westliche Regierungsmitglieder darüber, wie sie sich so die Zukunft in der Ukraine vorstellen. Oder wer wirklich auf dem Maidan geschossen hat, das kriegen die deutschen Medien in der Regel nicht so mit, weil die mit ihrem Kurzwellenradio so sehr damit beschäftigt sind, Nachrichten zu suchen, die ihre Vorurteile über den bösen Putin bestätigen. Und so schießen Hitler-Vergleiche ins Kraut wie Krokusse in den Hundehaufen. Bei allen Nazi-Vergleichen gilt aber immer, nicht alles, was hinkt, ist Josef Goebbels. Selbstverständlich ist allerdings Frank Steinmeier, unser neuer Bundesaußenwalter, der beste deutsche Außenminister seit Guido Westerwelle. Steinmeier, ein Vier-Sterne-Diplomat, hatte ja schon auf der Münchner Sicherheitskonferenz dem demokratisch gewählten Präsidenten der Ukraine befehligt, er möchte gefälligst alle Forderungen der Demonstranten auf dem Maidan anerkennen. Gut, das hat Tradition in unserem Land. Jede Protestbewegung, die nicht bei drei auf dem Baum ist, wird von uns anerkannt. Das heizt den Konflikt an und ist gut für unseren Waffenexport. Peinliche Sache eigentlich. Die deutsche Außenpolitik leidet seit Jahren an verfrühter Eskalation. Aber was für eine Wirkung Bundesaußenmeier Frankenstein hat, da harren die monatelang in bitterer Kälte aus. Irgendwann fallen Schüsse, es fließt Blut. Aber erst als die Gefahr droht, Steinmeier könnte eine Rede halten. Zack, setzen sich alle an den Verhandlungstisch und unterschreiben. Frank-Walter Steinmeier hat den Vertrag auch unterschrieben. Gut, der Mann unterschreibt alles. Ich möchte nicht wissen, wie viele Zeitschriftenabos der schon zu Hause hat. Und so schüttelt er begeistert die Hände der Nazis aus der Svoboda-Partei und wundert sich, dass der Vertrag schon eine Stunde später von diesem lichtscheuen Gesindel gebrochen worden ist. Ich glaube, das ist ein Fall fürs Guinness-Buch der Rekorde. 5 Wochen nach der Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik sitzen Nazis in der ukrainischen Regierung. Noch nie konnte man so schön beobachten, wie es aussieht, wenn der Westen ein Land als neue globalisierte Shopping-Mall instrumentalisiert. Der IWF, der IWF hatte Janukowitsch mehrere Milliarden geboten, aber eben nur unter der Voraussetzung, dass der die Gaspreise um marktübliche 40% erhöht. Und das konnte selbst ein gieriger Trottel wie er nicht akzeptieren. Und schon lief die internationale PR auf Hochtouren. Das werden Sie jetzt nicht verwechseln. Ne? Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist Verschwörungspraxis. Da frieren die Demonstranten monatelang sich am Maidan den Arsch ab. Und was werden sie dafür bekommen? Höhere Gaspreise. Tja, liebe Ukrainer, das sind sie, die Nebenkosten der Freiheit. Ich wollte hier ja eigentlich Putin verteidigen. Dafür, dass der Mann auch Interessen haben darf. Dafür, dass man mal ausflippen kann, wenn die NATO einem trotz ihrer Versprechen immer näher auf den Pelz rückt. Aber dann habe ich gesehen, dass sein Kumpel, der lupenreine Gerhard Schröder, ihn verteidigt. Mit der großartigen Argumentation, er hätte damals ja Serbien auch völkerrechtswidrig gebombt. Und deswegen sollte man jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Klar, Schröder kam dem Völkerrecht immer schon mit dem erhobenen Mittelfinger. Und jetzt muss ich meine Meinung wieder ändern. Denn wenn uns die Geschichte eins gelehrt hat, dann das. Wenn Gerhard Schröder etwas richtig findet, dann kann es falscher nicht sein. Er war einer der ersten nach dem Umsturz in der Ukraine. US-Außenminister John Kerry reiste demonstrativ nach Kiew und setzte die Weltgemeinschaft gewaltig unter Druck. Wenn die Russen nicht bereit sind, mit der neuen ukrainischen Regierung direkt zu verhandeln, dann werden unsere Partner keine andere Wahl haben, als uns zu folgen und auch die Maßnahmen zu ergreifen, mit denen wir in den letzten Tagen schon begonnen haben, um Russland zu isolieren, politisch, diplomatisch und wirtschaftlich. Hinter den Kulissen hatten Kerrys Leute offenbar schon Monate vorher klargemacht, wen die USA in der ukrainischen Opposition in Verantwortung sehen wollen und wen lieber nicht. In einem abgehörten Telefonat hatte Obamas Europaberaterin Victoria Nuland nicht nur auf die Fuck EU geschimpft,
Wer genau hinhörte, konnte auch schon den weiteren Fahrplan vernehmen. Klitschko sollte nicht in die Regierung gehen, er soll draußen bleiben. Yats ist der Richtige. Zufall oder nicht, genau so ist es gekommen. Yats, Arseniy Yatsenyuk, ist Ministerpräsident der Ukraine geworden. Boxweltmeister Klitschko hat keinen Posten in der Übergangsregierung übernommen, will später für das Präsidentenamt kandidieren. Der Wirtschaftswissenschaftler Yatsenyuk ist schon lange ein enger Freund Amerikas. Auf der Homepage seiner persönlichen Stiftung macht er keinen Hehl daraus, wer ihn unterstützt. Das US State Department ist dabei, die NATO und vor allem viele westliche Thinktanks. Es war wieder Victoria Nuland, die im Dezember bei einem Auftritt vor der US-ukrainischen Gesellschaft frank und frei erzählte, mit wie viel Geld die USA schon die Demokratie in der Ukraine unterstützt habe. Wir haben mehr als 5 Milliarden Dollar investiert, um der Ukraine zu helfen, Wohlstand, Sicherheit und Demokratie zu garantieren. Wieso ist den Amerikanern ausgerechnet die Ukraine so wichtig? Es geht um geopolitische Ziele, es geht um die NATO, sagen Experten. Die Ukraine selbst ist wichtig für die NATO, vor allem aus US-Sicht, weil sie eben dadurch den Einflussbereich der NATO und damit auch der westlichen Politik und auch den Einfluss der USA weiter in den postsowjetischen Raum vordrängen können. Und damit weiter Russland natürlich implizit auch zurückdrängen können. Insofern sind hier Kategorien des Denkmuster des Kalten Krieges durchaus noch implizit vorhanden, auch wenn diese jetzt nicht immer offen geäußert werden. Ein neuer Kalter Krieg? Offenbar auch mit den Mitteln der Energiepolitik. Nicht zufällig stand Victoria Nuland bei der US-ukrainischen Gesellschaft vor Sponsortafeln von Exxon und Chevron, zwei großen Energiefirmen. Was viele nicht wissen, beide US-Firmen haben auch massive wirtschaftliche Interessen in der Ukraine. Da sind einmal große Schiefergasvorkommen. Schiefergasvorkommen, die Firmen wie Chevron und Shell mit der Fracking-Technik aus dem Boden holen wollen. Und die Firma Exxon würde gerne ein neues Gasfeld im Schwarzen Meer erschließen. Große Euphorie bei der Vertragsunterzeichnung im November mit dem US-Multi Chevron. Ab 2020, hieß es da, könne die Ukraine sogar ganz unabhängig vom russischen Gas werden. Für die russische Regierung eine Kampfansage. Es ist durchaus ein Kampf wie immer um die Energie und in diesem Fall auch um Gas. Denn Gas wird hier als Druckmittel genutzt, nicht zum ersten Mal, um politische Interessen durchzusetzen. Und Amerika nutzt mittlerweile auch dieses Druckmittel von der eigenen Seite. Und das nicht nur mit Gas aus ukrainischem Boden. In den USA machen Republikaner und Firmen auch massiven Druck auf die Regierung. Schiefergas, das in den USA inzwischen reichlich gefördert wird, solle jetzt vermehrt nach Europa exportiert werden, um die Abhängigkeit der Europäer vom russischen Gas zu brechen. Möglich wäre das, indem mehr US-Gas in Flüssiggas umgewandelt und mit großen Schiffen nach Europa transportiert wird. Für den russischen Gasmarkt wäre das allerdings eine weitere bedrohliche Konkurrenz. Wenn es Amerika tatsächlich schaffen sollte, mehr Flüssiggas auf dem Weltmarkt anzubieten, auch tatsächlich zu exportieren, würde das Angebot ja erhöhen und damit mehr Druck auf Russland ausgeübt werden, weil man damit weniger russisches Gas nachfragen würde und die Preise auch entsprechend unter Druck geraten würden. Auch wenn es in der Ukraine keine militärische Auseinandersetzung geben wird, der Krieg ist längst entbrannt. Und die Waffe ist auf beiden Seiten das Gas.